So, mein Lieben, eine erfolgreiche neue Handelswoche für euch, nachdem Bitcoin in der letzten Woche erneut extrem abverkauft wurde. Im Rahmen der Bewegungen, die wir feststellen können, müssen wir uns für diese Woche mal anschauen, ob das Jackson Hole, also die negativen Aussichten auf letztendlich Konjunkturdaten, auf Wirtschaftsentwicklungen, weil eben die Zinserhöhungen des US-Dollars sehr, sehr wahrscheinlich erachtet sind, wie auch starke Zinserhöhungen von der EZB zu erwarten sind. Müssen wir jetzt mal gucken, was technisch hier an Grundlage vorliegt, damit sich Bitcoin und Co. weiterhin stabilisiert. Ich hoffe, du bist gut in die neue Woche gestartet. Wir sehen Bitcoin bei 20.400 US-Dollar. Der Gesamtmarkt in Krypto heute Morgen relativ frisch und erholt. Liegt nicht zuletzt daran, dass sich der DAX gestern ordentlich erholen konnte. Der ist relativ stabil gestern auch gelaufen. Der Dow Jones ebenfalls, S&P 500, hat jetzt nicht die großen Bäume ausgerissen, aber wir schauen uns das zuerst einmal auf Wochenbasis an. Wir haben letzte Woche wirklich sehr, sehr tief geschlossen. Und wir haben extrem tief geschlossen und zwar unterhalb dieser Tiefs hier. Diese Tiefs, vor allem die durch Schatten gebildet werden, sind für uns in der technischen Analyse aus zweierlei Grund immer wichtig. Punkt 1, wir sehen, dass Dochte und Schatten sehr, sehr häufig in diese Bereiche gehen, wo Liquidität liegt. Denn wo Liquidität liegt, kann der Markt zurückgedrückt werden. Wo keine Liquidität liegt, da schließt der Markt, weil letztendlich keine Order mehr vorliegen, die tatsächlich eine Preisbewegung verursachen. Das heißt, diese Identifikation der charttechnischen Levels, die ist nicht nur herunterzubrechen auf, okay, hier kriegt der Markt Rejection, sondern vor allem ist für uns immer spannend, wo kriegt er das? Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, auch zum Beispiel Retailer-Linien, das heißt diese dynamische Unterstützung und Widerstände, immer wieder auch im Markt zu suchen, um zu verstehen, wo erwarten wir, dass Dump Money, also dummes Geld, oder wo erwarten wir, dass Smart Money, das kluges Geld in den Markt kommt? Und gemeinsam aus diesen Facetten können wir möglicherweise Szenarien etablieren, die für uns dann ja statistisch gesehen relevant sind, bei denen wir eine höhere Chance als Risiko beimessen. Und wenn wir uns mal anschauen, wir haben hier unter diesem Tief geschlossen, was für uns halt letztendlich einfach bedeutet, die Liquidität, die unter diesen Tiefs lag, wenn ich das jetzt mal hier in der Struktur leicht nachmache, also das soll quasi so die Bewegung sein, die wir jetzt gerade gemacht haben. Ja, wenn wir das einfach mal, sorry, wenn wir das jetzt einfach mal so vergleichen, das soll ungefähr diese Struktur sein, dann sehen wir, dass dieses Tief oder diese Tiefs, die hier gebildet wurden, dass da die Liquidität abgegriffen wurde, wie auch hier, aber darunter keine mehr liegt. Das heißt, hier waren keine Stop-Loss mehr. Da war keine Gegenliquidität mehr, mit denen wir, wenn wir ein neues Tief durchschreiten nach unten, möglicherweise die Stop-Loss, und zwar hier Verkaufsposition, weil hier wurde gekauft, ja, dann wird unter dem Tief der Stop-Loss gelegt, dann sind das Verkaufspositionen. Und wo verkauft werden kann oder muss aufgrund der Stop-Loss, da kann gekauft werden. Das heißt, hier konnte keine Kaufliquidität für das Smart Money letztendlich etabliert werden. Was für uns bedeutet, wie hoch sind die Chancen, dass der Markt deutlich nach oben zieht? Relativ schwierig. Vor allem schauen wir uns an, dass das Volumen, was dazu geführt hat, dass der Markt ordentlich nach unten abverkauft wurde, relativ groß war. Vor allem in Relation zur Bewegung nach oben. Das heißt also, das große Geld, die vielen Transaktionen sind tatsächlich in die Abverkäufe reinkommen. Und jetzt sind wir in einen Bereich gekommen, der charttechnisch gesehen einen Bereich darstellt, wo wir Liquidität in Form von Stop-Loss erwarten würden, wo letztendlich der Markt für die Gegenrichtung Liquidität tanken könnte. Die ist ausgeblieben. Die haben wir hier bisher nicht gesehen. Das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind tatsächlich eher ein bisschen seitwärts bzw. abwärts weiterhin gestimmt. Und das passt natürlich in den Gesamtkontext, vor allem halt auch darüber, was wir in den letzten Videos hier gemeinsam besprochen und eruiert haben. Nämlich, ja, wenn die Zinserhöhungen kommen, dann sieht es für die Märkte nicht gesund aus. Und wenn es für die Märkte nicht gesund aussieht, dann wird wahrscheinlich auch Bitcoin und Co., die Hochrisiko-Assets, es einfach noch ein bisschen schwerer haben. Wir haben hier noch ein paar Charts, die ich gleich mit dir durchgehen möchte. Nichtsdestotrotz erstmal hier zurück. Wir erwarten auf Wochenbasis den Retest hier oben bei den 20,8. Ja. Das wäre zum Beispiel der Einstieg, den wir auch in den Gruppen letztendlich hier forcieren möchten. Wenn du in diese kostenlose Signalgruppe rein möchtest, Link ist unter diesem Video. Moderatwerbung, das ist die einzige Werbung, die ich irgendwo mache. Erlaube es mir, für meine Dienstleistungen und Produkte ein bisschen Werbung zu machen. Ich schalte keine Werbung, ich mache keine Faxen und so weiter und so fort. Deswegen, da kommt ein bisschen was rein, das war es aber auch. Ansonsten kommen da Trades rein und zwar auch erklärt, warum dieser Trade hier für uns eine Möglichkeit darstellt. Wir haben hier diese dynamische Unterstützung gebrochen, das heißt, wir würden möglicherweise den ersten Test hier erwarten und dann entweder direkt den Impuls nach unten oder wir kriegen hier vielleicht ein, zwei Retests dieses dynamischen Widerstandes, testen hier das Trigger-Level bei den 22,4 rum. Die 22.400 US-Dollar sind für uns ebenfalls noch spannend als Short-Entry, bevor wir dann die Trendsätze nach unten fortsetzen.
Wir müssen uns ein bisschen davon verabschieden, dass der Markt sich sehr, sehr schnell erholt. Natürlich, es kann sein. Der Markt kann immer alles. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass wir das tun, ist sehr gering. Und vor allem dieser sehr, sehr bearische Kerzenschluss hier unten im Bereich dieses vorherigen Volumenclusters, das ist eigentlich ein starkes Zeichen. Hier kommt gerade kein Support mehr rein. Und wenn der Markt irgendwo schließt, wo kein Support mehr reinkommt, warum soll er da halten? Ja, es ist ähnlich wie hier. Hier hat der Markt wenigstens Rejection in dieser Seitwärtsphase bekommen. Hier hat der Markt ebenfalls Rejection bekommen, hat kurzzeitig gehalten. Hier hat der Markt keine Rejection so wirklich bekommen und ist weiter nach unten gefahren. Das heißt, auch hier, klar, kann es sein, dass wir uns jetzt erstmal ein, zwei Wochen ein bisschen stabilisieren. Aber sobald die Fed wirklich sagt, pass auf, die Zinsen gehen wieder nach oben, dann sollte hier erstmal der Gar aus sein. Und wir haben damit letztendlich das mittelfristige, etwas größere Ziel beobachtet, nämlich es sind die 15K. Wir springen mal runter auf Tagesbasis, um das Ganze dann auch auf den kleineren Zeiteinheiten zu validieren, weil das große Bild kriegen wir halt immer letztendlich durch die großen Zeiteinheiten und das genaue Bild oder das etwas bessere Bild dann natürlich durch die kleineren Zeiteinheiten mit der Bestätigung. Wir sehen hier, wir haben hier unsere dynamische Unterstützung bekommen, die wurde exzellent gebrochen, das heißt, wir erwarten zwei verschiedene Bereiche, die wir im besten Fall bekommen. Einmal den Retest bei den 20.800 US-Dollar, das wäre die erste Möglichkeit, oder wir kriegen hier bei den 22,4 den Schluss dieser Ineffizienz. Ja, das sind hier noch kleine Ineffizienzen, die offen sind. Und wenn wir die bekommen, dann würde das auch sehr, sehr schön ins Bild passen, weil dann würden wir hier den kleinen Liquiditätsübergriff über diesen Hochs machen, mit dem EMA 50 vielleicht irgendwo dann letztendlich auch in Kohärenz treten und könnten dann mit dem Retest diese Trendfortsätze bekommen. Als bullisches Muster würde ich das hier gar nicht bezeichnen. Das heißt also, ich persönlich, wenn du mich fragst, ich darf keine Beratung machen, will ich auch gar nicht, um Gottes Willen. Aber wenn du mich fragst, ich würde einen Teufel tun und hier reinkaufen. Würde ich direkt jetzt aggressiv verkaufen bzw. shorten? Nein, auch nicht. Dafür ist das Level gerade noch nicht gut. Wir hatten gestern in der Gruppe einen minimalen Trade, den hatten wir bei 20.425 US-Dollar angesetzt. Der ist ein paar Dollar nicht abgeholt worden. Bei einigen, bei anderen wurde er genau abgeholt. War 200, 300 Dollar im Profit, 50% mitgenommen, fertig, Ende der Geschichte. Ja. Das war so ein Ding und das hat soweit auch gepasst. Aber ich würde jetzt persönlich kein Short-Selling an dieser Stelle hier ansetzen. Wenn ich Coins habe und die quasi jetzt gerade entscheiden müsste, soll ich die halten oder soll ich die verkaufen, wenn du mich fragst, was ich mit meinen Coins machen würde, ich hätte sie wahrscheinlich schon früher versucht zu verkaufen, klar, im Nachhinein immer schön zu sagen, aber ich würde jetzt versuchen, marktneutral unterwegs zu sein. Dafür habe ich ein Video auch schon hochgeladen auf diesem Kanal, wo es um das Thema Hedging geht. Und zwar würde ich jetzt einfach schauen, die Richtung ist eher auf abwärts gerichtet, ich will aber vielleicht auch nicht super erbärmlich da unten verkaufen, also sollte ich vielleicht marktneutral unterwegs sein und den Bestand, den ich in Krypto habe, in der Gegenrichtung dann auch absichern. Gehen wir mal auf 4 Stunden. Ja, auf Tagesbasis stützt das Ganze letztendlich das Konzept. Auf 4 Stunden haben wir uns ein bisschen weiter stabilisieren können hier. Nichtsdestotrotz, der DAX scheint ja relativ positiv zu eröffnen. Das hier ist die neue Handelsmarke, die wir bisher nur per Liquiditätsübergriff angehandelt haben. Spannend wird, wenn wir hier oben hinkommen. Wir sehen ja, hier ist so ein Bereich. Müssen wir mal schauen. Hier ist ein Level, was vom Markt sehr, sehr gerne angetestet wurde, sowohl per Schlusskurs hier, wie aber auch nahezu per Rejection. Das heißt, hier ungefähr in diesem Bereich, der 21,2 bis zu den 20,9, das ist so ein Bereich, da könnten wir dann vielleicht nochmal, wenn wir da hochkommen, einen Liquiditätsübergriff erwarten, aber die Richtung nach unten, die ist definitiv die dominante. Und wir haben schon häufiger diesen dynamischen Widerstand hier auch gesehen. Der hat den Markt auch sehr, sehr häufig bereits auch schon angetestet. Jetzt mit einem kleinen Breakout-Versuch und wenn das passt, dann passt das wunderbar auch ins Bild, weil dann würden wir jetzt erstmal nach dem Impuls die Akkumulation bekommen, die Distribution, bevor es dann weiter in Trendrichtung geht. Das ist das sogenannte Forex Master Pattern, was sehr, sehr häufig im Forex-Markt auch wieder zu finden ist. Ja, diese Akkumulation, dann die Distribution und dann immer wieder der Impuls, Korrektur, entsprechend mit der Seitwärtsphase. Wir schauen uns mal an, was die Bitcoin-Dominanz sagt. Ja, die ist weiter auf dem Weg nach unten und das heißt ja eigentlich, dass die Altcoins relativ gut performen. Sehen wir auch vor allem heute, die Altcoins performen auch sehr, sehr gut. Das Problem ist, der Gesamtmarkt aber nicht. Das heißt also, auch hier kannst du nicht von dem einen auf den anderen schließen, was hier letztendlich ein sehr, sehr bullisches Zeichen war, als Bitcoin der Dominanz nach unten sprang, bedeutet hier letztendlich, dass gerade eigentlich Bitcoin etwas mehr abverkauft wird, aber Altcoins eben entsprechend auch, nur halt nicht ganz so dramatisch. Das heißt also, auch hier erst nicht ganz so gesund. Und die Gesamtmarktkapitalisierung ohne Bitcoin, ja, Total 2 hier,
im Crypto Total Market Cap exclude Bitcoin, hier ist es, von Crypto Cap, zeigt uns, bewegt sich ein bisschen nach oben. Ja, da sehen wir auch, warum die Bitcoin-Dominanz nach unten geht, weil die Marktkapitalisierung ohne Bitcoin nach oben geht, scheint aber auch hier gerade sehr, sehr stark in einem Abwärtstrend gefangen zu sein. Ja, wir können möglicherweise das Ganze hier durchbrechen. Ich würde dem Ganzen sogar einräumen, dass wir hier nochmal auf die 755 gehen, bevor wir dann, wenn wir das hoch abgreifen, diese Trendfortsetzung bekommen. So ein Ding erwarten wir hier auch. Ja, nicht denken, dass wir jetzt nur tiefere Tiefs immer bekommen, sondern wir können erstmal ein höheres Hoch bekommen, bevor wir die Trendfortsetzung weiter nach unten sehen. Jetzt können wir uns mal das Open Interest ansehen bei Binance. Und das ist schon relativ stark nach oben gegangen, was schon mal ein gutes Zeichen ist, weil auch letztendlich der Markt sich etwas gefangen hat. Trotzdem sehen wir auch hier, das Open Interest, das stützt gerade die Bewegung ein bisschen nach oben. Wir müssen halt aufpassen, ob jetzt der Preis letztendlich im Open Interest folgt, vice versa. Das muss eine Gesamtharmonie ergeben. Es ist aber schon mal ein relativ vernünftiges Zeichen, dass sich der Markt hier etwas stabilisieren konnte. Hier sind wir noch beim 29. August, das heißt gestern. Hier ist noch ein bisschen nach unten gegangen. Ja, hier würden wir dann heute erwarten, dass das Open Interest heute wieder ein bisschen ansteigt. Hier geht es gerade nach unten. Nicht super viel, nicht super verrücktes. Die Funding Rates, die kommen auch wieder nahe der 0%, beruhigen sich gerade ein bisschen. Ansonsten Liquidierungen relativ klein. Keine starken Ausreißer, haben aber trotzdem auch hier noch ein größeres Long-zu-Short-Verhältnis. Klar, der Markt ist nach unten gefallen. Das heißt, es sind mehr Leute Long drin als Short. Natürlich, ja, beide Dip. Und deswegen immer aufpassen, wenn wir eine große Differenz zwischen Long und Short haben und der Markt nicht so richtig in die Puschen kommen will, ist das eher ein Zeichen dafür, wer schon im Markt ist, wer bleibt da noch übrig zu kaufen. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche einen erfolgreichen, gesunden und disziplinierten Start in diesen neuen Tag. Dein Dominik von der Wall Street Story. Vielen Dank für den Support auf jeglichen Kanälen, YouTube, Instagram, Spotify, wie auch immer. Wenn du eine geile Exchange suchst, kannst du dir sehr, sehr gerne über meinen Link deine Vorteile sichern. Ich profitiere auch ein bisschen davon, aber wie gesagt, das ist nicht so brutal, wie du denkst. Wir tun uns damit beide gegenseitig einen Gefallen und das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Liebe Grüße, dein Dominik. Ciao, ciao.